Wege wie Meditation, Qigong oder Tai Chi Chuan versprechen einen Zugang zu Ruhe und Zentrierung. Doch was geschieht, wenn wir in unserem zentrierten Zustand gestört werden? Partnerarbeit im Tai Chi Chuan oder der Geschmack von Zentriertheit. Nun, zentriert sein ist nichts Statisches. Es geschieht in Verbindung, in mir und mit der Welt, die mich umgibt. Ja, hallo, willkommen zu unserem kleinen Workshop Partnerübungen im Tai Chi Chuan oder der Geschmack von Zentriertheit. Wir wollen heute gemeinsam mit euch eine Partnerübung, eine ganz grundlegende, einfache Partnerübung üben. Also wenn ein Partner oder eine Partnerin zur Verfügung steht, ist das super, sonst aber auch kein Problem. Man kann es auch alleine üben und dann hoffentlich das nächste Mal, wenn jemand anderes noch zur Verfügung steht, auch das gemeinsam üben kann. Ja, was vielleicht noch wichtig wäre, du oder dein Partner, deine Partnerin, ihr braucht keine Vorerfahrung, weil wir versuchen wirklich ganz grundlegend, ganz einfache Dinge euch zu vermitteln, die in unserem Tai Chi, in unserer Tai Chi-Praxis eine große Rolle spielen. Wenn du Vorerfahrung hast, dann denken wir, dass auch das für dich interessant sein kann. Was in Kampf- und Konfliktsituationen passiert, was über die Evolution sich sozusagen in uns angelegt hat, sind verschiedene Reaktionsformen, die erstmal unbewusst biologisch ablaufen. Und die werden im Englischen genannt Fight or Flight or Freeze. Also dagegen kämpfen, in einen Widerstand gehen oder fliehen, abhauen oder halt einfrieren, starr werden oder sich totstellen. Und diese Art von Reaktion, die finden wir auch in uns wieder, oft in irgendwelchen Konfliktsituationen. Und wir wollen heute anhand von einer sehr einfachen Übung im Rahmen von Tai Chi Chuan einmal besonders mit Fight und Flight, also mit Kampf oder Flucht, uns beschäftigen und eine direkte Erfahrung davon möglich machen und dann auch schauen, sind das denn die einzigen Möglichkeiten, die uns hier überhaupt zur Verfügung stehen. Ja, und was wir im Üben machen im Tai Chi, dass wir versuchen, diese Reaktionen, diese biologischen Reaktionen, die sich dann im Laufe des Lebens auch zu Reaktionsmustern entwickeln können, die immer mit Konflikten oder mit Angst in Verbindung stehen, diese Reaktionsmuster aufzudecken, dass ich dann wahrnehme, dass ich sozusagen in Fight or Flight gehe. Und diese Wahrnehmung ist die Grundlage dafür, das zu lösen, wieder in die Zentriertheit zurückzukommen und dann wieder aus der Verbindung heraus ausgewogen zu agieren. Um diese unbewussten Reaktionen ein wenig deutlich zu machen, machen wir jetzt eine Übung, die wir euch einmal zeigen, die ihr dann gleich im Anschluss direkt ausprobieren könnt. Oder ihr schaut erstmal eine Weile zu und hebt euch all diese Übungen auf. Das geht natürlich auch. Lennart steht, sagen wir mal, für sich prima Tai Chi oder Qigong übend an diesem Ort. Ja, du hast ungefähr hüftschulterbreiten Stand, hast eine gute Ausrichtung. Steiß ist mit den Ballen verbunden, der Scheitel mit dem Himmel, das Gewicht ist gleichmäßig in den Füßen verteilt und die Augen sind offen. Und ich bin jetzt der Störende, das heißt, ich werde jetzt einfach dich an den Schultern gleich wegschieben, dass du vielleicht zwei Schritte nach hinten machen musst. Und deine Idee ist aber einfach, du stehst in deiner Grundhaltung und möchtest stehen bleiben. Okay? Ja, gut. Aber nochmal. So. Jetzt habe ich mal nicht geschoben und jetzt sieht man auch, was da passiert. Ich schiebe nochmal. Ja. Das heißt, das mir entgegenkommen ist nicht sehr stark. Ich schiebe nochmal. Aber dann doch deutlich. Okay, also du hast gemerkt, du kommst mit dem Gewicht auf die Ballen. Probiert das einmal vielleicht für einen Moment für euch selbst. Ja. Dann schiebst du mich ruhig ein paar Mal.
Okay. Achso, ich stehe auf einem Bein. Gucken, wie das auf einem Bein ist. Es ist nicht so leicht, ne? Ja? Vielleicht bin ich nicht überzeugend genug. Ich schieb dich mal ein bisschen doller. Ja, sehr schön. Na, ich habe zu viel Vertrauen. Ah. Du sollst stehen bleiben, ne? Du hast viel Vertrauen. Ja, aber was ich gemerkt habe, ist doch ein klein bisschen, es gab so eine, das war jetzt außen nicht sichtbar, ne? Und das ist allein, aber trotzdem schon, also es ist, allein die Wahrnehmung ist wichtig für mich, dass ich merke, es gibt einen ganz kleinen Moment der Anspannung, als wenn der Körper so ganz kurz vereist. Bevor wir jetzt in den horizontalen Push in der Blitzableiterübung gehen, möchten wir gerne am Anfang mit euch nochmal in die Vertikale, von der Vertikalen ausgehen. Das heißt, die Vertikale ist ja die Richtung, die ich im Tai Chi, im Qigong zuallererst übe, also die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und da gibt es ein paar interessante Dinge, die wir gleich mal ausprobieren können, gemeinsam. Und zwar machen wir es so, vielleicht Lennart, kannst du dich mal mit dem Blick in die Richtung umdrehen. Ja? Du stehst in deiner Grundhaltung. Und ich mache jetzt mal Folgendes, ich lege meine Hände direkt, also die Lao Gong, die Handteller mitten, direkt auf den Schulterkamm auf und gebe dir jetzt mal einen vertikalen Druck nach unten. Und der ist jetzt, den empfinde ich als gut verbunden. Also was ich wahrnehme, dass mein Druck direkt in die Füße geht. Also es fühlt sich recht durchlässig an. Wie ist das für dich, Lennart? Ja. Ja? Ja. Ja? Auch wenn du dir sagst, wie kann man das wahrnehmen, das wirst du gleich mitbekommen, wenn wir das variieren. Jetzt machen wir mal Folgendes. Lennart, du verstärkst mal die Lordose, das heißt, das Kreuzbeinplatte kommt hinten hoch, das Hohlkreuz wird stärker. Und ich mache den gleichen Druck. Ja. Und wie ist das jetzt für dich, Lennart? Ich merke jetzt, wie sich der Druck... Der kommt zwar auch noch ein bisschen in den Füßen an, aber ja, der staucht ziemlich in meinem mittleren Rücken. Genau, also ich merke, mein Druck ist wie so, geht so, ich merke auch, dass es gar nicht so unelastisch bis zu den Füßen, aber es gibt eine Bewegung, mein Druck geht bis hier und ein Teil des Druckes kommt aus der Lendenwirbelsäule zurück. Und das ist etwas, was wir im Alltag wie auch im Üben nicht suchen. Ja? Weil die Belastung im Wirbelraum, also die Belastung der Bandscheiben, ist dadurch deutlich gegeben. Ja, wenn du jetzt nochmal die Knie eine Idee fallen lässt, dass der untere Rücken in die Länge kann, dass du die Verbindung deutlicher nach unten bringst, ja, super. Das ist verbunden. Was auch oft passiert, ist, dass die Übenden denken, gerade zu stehen, aber eigentlich so ganz leicht eine Rücklage haben. Ja? Das muss gar nicht viel sein, das ist jetzt schon deutlich. Wenn ich jetzt vertikal nach unten drücke, dann fallen Knie und Becken nach vorne. Ja, vielleicht sogar ein bisschen weniger, Lennart. Ja, das genügt schon, das ist schon deutlich genug. Und ich drücke auch nicht zu mir, sondern ich gehe wirklich mit dem Druck direkt nach unten. Und du merkst, wie das sozusagen, wie die Fersen nach oben kommen und wie du wie so ein Ast zwischen meinen Fingern dich biegst und eigentlich nach vorne hinweg gehst. Das sind so die häufigsten Dinge. Was auch gern passiert, ist, dass du denkst, du musst dem Druck nachgeben. Du machst ja Tai Chi, unglaublich nachgiebig. Gib es mal bitte meinem Druck nach. Gib meinem Druck nach. Gib meinem Druck nach. Dann passiert das. Die Idee ist also nicht, dem Druck nachzugeben, sondern wieder das Kreuzbein fallen zu lassen, den Druck durchzulassen. Du lässt den Druck unmittelbar durch dich hindurch in die Füße. Okay, probier das noch einen Moment. Wir tauschen auch nochmal die Rollen. Vielleicht kannst du auch nochmal hinter mir stehen, dass wir das so ein bisschen so haben. Und jetzt gebe ich einen Druck einfach nur vertikal nach unten und spüre da einmal. Ja, ist angenehm. Fühlt sich jetzt sehr stabil an für mich. Wie ist es für dich? Angenehm. Angenehm. Ja.
Gut, was hierbei aber schon passieren kann, obwohl jetzt der Impuls vertikal von oben kommt, ist, wenn Martin jetzt extra einmal sein Gewicht ein bisschen auf die Fersen verlagert, statt ausgeglichen. Ja, jetzt machen wir so ein bisschen diagonal. Genau. Ja. Also das Gewicht ein bisschen weit zurück auf die Fersen. Ihr könnt das auch gerne ausprobieren. Und ich gebe jetzt den gleichen Impuls. Das heißt, ich lege meine Hände und drücke vertikal nach unten. Und jetzt merke ich, wie Martin mir entgegenkommt. Ja. Also ich merke, wie ich richtig noch mehr auf die Fersen gehe, wie ich aufschwimme in dem Moment. Ah, okay. Genau. Und sowas kann ganz, ganz einfach passieren. Das heißt, Martin bringt jetzt wieder die Aufmerksamkeit ausgeglichen in die Füße, ist nicht zu weit auf den Fersen. Und ich teste hier nochmal vertikaler Druck nach unten. Und das geht gut in den Boden. Ja, schön. Gut, und vor diesem Hintergrund, dieser Vorübung, haben jetzt schon mal ein bisschen einen Geschmack bekommen für nicht zentriert sein. Für nicht zentriert sein, genau. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Hauptübung. Wir nennen die auch die Blitzableiterübung. Das wird wahrscheinlich noch klar gleich, warum. Die Übung könnt ihr auch gleich direkt mitmachen. Das ist ganz einfach. Martin stellt sich jetzt mir gegenüber seitlich hin, dass ihr ihn gut sehen könnt. Genau. Und ich bin jetzt der Blitz. Der Blitz, der einschlägt in das alte Haus Martin. Das Tief Lennart. Genau. Das Tief Lennart kommt und schlägt einmal hier mit einem Blitz ein. Gut, und wir nutzen jetzt auch nochmal die Möglichkeit, ganz bewusst einmal reinzugehen, wie fühlt sich das an, im Kampf, im Widerstand zu sein, im Fight? Wie fühlt es sich an, in der Flucht, im Flight zu sein? Das heißt, ich komme jetzt als Blitz und schlage ein in Martin. Und Martin geht einmal ganz bewusst in den Widerstand gegen diesen Blitz. Das kann ich gut. So, jetzt gibt es hier eine Verdichtung zwischen uns beiden. Und besonders was passiert, ich merke ganz doll, Martin geht gegen mich. Und wenn ich jetzt weggehe, dann passiert das. Ja, und gleichzeitig ist es auch, gibt es auch eine andere Seite der Medaille. Wenn du mir, Lennart, nochmal einen Anlass für Widerstand gibst, ja, und wenn ich jetzt hier auch weggehe, ja, verlierst du auch dein Gleichgewicht, was so ein bisschen auch daran liegt, dass deine Rolle, deine Seite unbewusst mit meinem Widerstand rechnet und Widerstand zusammen, umso mehr Widerstand auf Widerstand trifft, umso mehr erfolgreicher Druck findet statt. Das heißt, also wir sind beide gerade in einer, man könnte sagen, horizontalen Interaktion. Du schiebst mich, ich schieb zurück. Und wenn du nochmal schiebst, ja, und richtig reingehst und ich gehe richtig rein, dann hat das eine Stabilität, aber die strengt dich gerade mehr an als mich, weil ich habe das Gewicht, ich gebe mir nur mein Gewicht rein. Aber das ist auch so ein Stück von, jetzt wird es zu stärker gerade, jetzt verliert, jetzt ist dein Druck stärker als mein Druck gewesen. Das heißt, was darin auch passiert, du hast gerade eskaliert, langsam, freundlich. Ne? Das heißt, du hast gerade mehr Kraft verwandt als am Anfang, weil du gemerkt hast, mit der Kraft genügt es nicht. Ich muss also mein Kraftpotenzial noch erhöhen, um mich sozusagen wegzuschieben. Ja? Okay, versuchen wir das Flight? Ja. Ja. Genau, wir haben einen Geschmack bekommen für den Fight und jetzt probieren wir mal Flight. Das heißt, ich komme und ich bin der Blitz, der einschlagen möchte. Und Martin lässt mich gar nicht erst wirklich einschlagen, sondern geht einmal bewusst mir eigentlich voraus und versucht mir auszuweichen. Ja, das möchte ich nicht. Das wäre extrem. Ja, das heißt, ich gehe weg, bevor du mich überhaupt berührst. Ja, okay, nochmal vielleicht. Hier habe ich mindestens zugelassen, dass du mich pusht. Aber so von der Zeit her gab es trotzdem eine Antizipation, dass ich ein bisschen früher gegangen bin. Ja. Und ja. Gut. Ja, das sind so die beiden Fight-and-Flight-Muster. Ja. Was bei diesen beiden Mustern interessant ist vielleicht für dich, auch wenn du das übst jetzt noch, wenn ihr noch in der Übung seid vielleicht, mal zu schauen, woher kennst du das? Weil es ist nicht unbedingt so, dass du immer zu Fight tendierst,
immer zu Flight tendierst. Das hat immer, also im Alltag auch was damit zu tun, wie ist das Verhältnis gerade, wie ist die Macht oder Ohnmacht. Und da gibt es ja immer verschiedene Beziehungsebenen oder verschiedene Beziehungskonstellationen oder verschiedene Situationen und Tagesformen auch, wo du vielleicht eher diese Reaktion kennst oder eher die andere Reaktion kennst. Ja? So, und das Tai Chi kennt einfach den Weg, in der Zentrierung zu bleiben, und das ist sozusagen in der Erdung zu bleiben durch den Blitzableiter. Das probieren wir jetzt. Ja? So. Ich bleibe hier wieder stehen, bin das alte Haus. Genau, und jetzt, das, was an diesem alten Haus ganz neu ist, ist, dass wir jetzt gerade einen tollen Blitzableiter angebaut haben. Mhm. Das heißt, sobald der Blitz einschlägt, wird er direkt vertikal nach unten abgeleitet in den Boden. Okay. Ja. Vielleicht nochmal, weil ich das gerade merke, für das erste Mal jetzt von der Intensität des Pushes, dass ihr das üben könnt, weil das ist jetzt gerade vielleicht für den einen oder anderen von euch eine neue Idee, eine neue Möglichkeit, eine neue Farbe auf der Palette, dass ihr diese Möglichkeit euch auch erlaubt. Das heißt, dass Lennart, mach's mir mal bitte ein bisschen leicht, indem du erstmal die Hände ohne Druck auflegst und dann vielleicht, dass du dir vorstellst als Blitz von der Intensität, als würdest du eine schwere Tür zuschieben wollen. Das heißt, du beginnst langsam zu schieben, sodass ich mich auch langsam auf diese neue Möglichkeit einlassen kann. Und dann ist meine Idee erst einmal, dass ich schaue, dass der Druck, den ich hier bekomme, durch mich hindurch unmittelbar über die Füße in den Boden geht. Eben wie ein Blitzableiter, die einwirkende Kraft direkt geerdet wird. Das ist ohne groß Zeitversatz. Es passiert unmittelbar. Okay, vielleicht kannst du nochmal von der anderen Seite kommen für mich. Das ist nochmal ganz gut. Du berührst mich erst und dann beginnst du langsam zu schieben und ich schaue, dass ich das unmittelbar in den Boden bringe. Und zwar, ich habe nichts zu tun, außer dass ich der einwirkenden Kraft erlaube, direkt über die Füße in den Boden mich zu verlassen. Ja, wie fühlt sich das für dich jetzt an im Moment? Es fühlt sich für mich deutlich angenehmer an als im Fight, ja. Gerade eben. Ich merke, der Kontakt ist viel weicher. Mhm. Ja, weil ich nicht so gebündelt bin hier. Ne? Weil du nicht so gebündelt bist. Mhm. Und interessanterweise möchte ich auch gar nicht eskalieren, so ja. Wie ich es bei dem Fight gerade eben wollte ich das. Mhm. Und ja. Jetzt bietet es sich für mich gar nicht so an. Ja, im Alltag kann es aber sein, zum Beispiel, also ja, ne, dass du durch die Gelassenheit dich provoziert fühlst und deshalb mal so, oder ausprobierst, wie weit kannst du denn meine Gelassenheit oder meine Verbindung, mein Geerdetsein ausreizen? Ja. Ich meine Füße berühren den Boden, mein Scheitel berührt den Himmel, mein Körper berührt den Raum, ich berühre dich, du berührst mich. Und dann hat das eine ganz, ganz gute Stabilität. Dann tauscht mal die Rollen. Ja. Und auch hier zu Beginn vielleicht mal diese Interaktion, dass wir die horizontale Interaktion nehmen. Das heißt also, dass mein horizontales Schieben erst einmal auf deinen horizontalen, auf deine horizontale Gegenwehr trifft. Ja. Das heißt, du gehst jetzt direkt, und das merke ich sofort, hier hinein. Und ich merke auch, also geht nicht nur mit Gewicht, er geht auch mit Druck hinein. Ja, ich merke das zum Beispiel bei mir im Bein. Wo kriegst du das mit? Ja, ist auch als schiebende Person. Ich merke es bei mir hier im Becken. Ja, das unausgeglichen ist, ne? Spannung anderen, da ist. Im anderen Bein, genau. Meine Beine ja. Sind ja eigentlich, dieses Bein hier macht gerade gar nichts. Das brauchst du eigentlich gar nicht, ne? Nö. Ja, ich brauche das Bein ja auch fast nicht. Fast. Ja, weil der Druck ganz nach hinten reingeht. Das ist also die ungünstige Variante des Widerstandes von Fight. Und als nächstes probieren wir auch nochmal das Flight. Ja. Also sehr bereitwillig, ne, dass du dich ins Aufgeben lässt, ins Aufgeben bringen lässt. Ja. Oder antizipierend vorweggehend.
Und was auch wichtig ist, ich versuche, dich so zu schieben, dass es dich nicht dreht. Also ich schiebe jetzt nicht nach hinten und nach vorne, ich schiebe auch nicht nach oben. Und ich versuche deine Mittelachse zu schieben. Und interessant wird das Ganze auch, wenn auch ich schaue, dass mein Schieben ebenso mit dem Himmel, mit der Erde, mit dem Raum verbunden ist, so wie das Gewitter. Ja, das ist auch eine Verbindung von Himmel und Erde und es breitet sich auch mit dem Schall in alle Richtungen aus. Und so ist auch mein Push genauso verbunden im Üben wie dein Empfangen des Pushes. Und dann kann es sein, dass ich irgendwann so ein bisschen so eine Antwort aus dem Boden wahrnehme und von dieser Antwort kann ich mich auch einmal wegschieben lassen. Weil wenn man es genau betrachtet, wenn ich jetzt zum Beispiel doch mehr aus den Schulterkugeln schiebe, also nicht mehr verbunden, dann ist es so, als würde ich einen Liegestütz in den Boden machen und mich eigentlich davon wegdrücken können. Das wird gern kompensiert, dass in dem Moment, wo ich hier halte, was auch wichtig wäre, dass ihr nicht nur haltet, dass du wirklich, ich habe wirklich die Idee, ich schiebe durch Lennart hindurch, sanft in diese Richtung. Jetzt versuche ich es wieder in die Verbindung zu bringen, der Rücken ist weit, Ellbogen, Schultern fallen. Ja. Was passieren kann vielleicht in eurer Wahrnehmung, und das ist am Anfang, passiert das häufig, dass das Gewicht auf den gegenüberliegenden Fuß mehr geht. Ja, vielleicht kannst du das mal probieren. Ja, das passiert häufig. Na, das ist recht naheliegend, dass das Gewicht hier etwas mehr in den von mir aus hinteren Fuß geht, für dich gegenüberliegenden Fuß. Ich vermute, das ist eine Verbindung von dieser horizontalen Interaktion, Fight and Flight, zur vertikalen Interaktion, die wir gerade üben. Und horizontal, vertikal gemischt ist halt schräg. Ja? Und was auch sein kann, ist, dass du nicht unmittelbar verbindest. Das heißt, in dem Moment, wo du meinen Push annimmst und den Push mit dem Push hindurch reißt, durch dich hindurch dich bewegst, dass es dann sein kann, dass es eben nicht unmittelbar in die Füße geht und damit sozusagen das Gewicht eher auf den hinteren Fuß geht. Das heißt, versuche, und wenn es auf die andere Seite geht, ist auch überhaupt nicht schlimm. Versuch aber schon die Berührung aufzunehmen und schon die Berührung in die Füße zu bringen, dass dann der Druck, der entsteht, schon mit den Füßen verbunden ist. Super, genau das. Und davon lasse ich mich gern auch in dem Moment wegdrücken. Gut. Ja. Fühlt euch frei, diese Übung in anderen Arten, anderen Formen zu integrieren, einzubringen und zu schauen, was sich da entwickeln kann. Ja, schön. Man kann zum Beispiel irgendeine Qigong- oder Tai Chi-Form, die man kennt, laufen und zwischendrin einfach in irgendeiner Position einmal innehalten, diese Verbundenheit herstellen und sich dann von einer anderen Person testen lassen. Schön die Schulterblätter rauslassen. Mhm. Ja. Ich schiebe Lennarts Schultern oder Hüftgelenke und er nimmt es in seine verbundene Struktur, lässt sich davon drehen, ohne aufzuhalten, ohne dagegen zu gehen. Jetzt empfange ich den Push von Lennart und lasse daraus die Grundqualität des Pangdian, der aufschwimmenden Kraft, entstehen. Umgekehrt lehrt Lennart meinen Push mit den Grundqualitäten des Lüdien, der zulassenden Kraft. Sehr schön. Das war sehr schön, Lennart. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen einen Einblick kriegen konntet von unserer Arbeit und was wir üben. Und natürlich, dass ihr auch etwas für euch und eure Praxis mitnehmen konntet. Ja, wenn es Fragen gibt, schreibt uns einfach. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Gut. Nehmen wir.